Muss ein Whisky eigentlich immer etwas ganz Besonderes sein, etwas Ausgefallenes, noch nie Dagewesenes, eine Sensation, oder kann er auch etwas Normales sein, etwas Angenehmes, einfach nur Trinkbares, Schönes? Ich finde ja, und ich finde, dass wir mit unserer Suche nach dem Ausgefallenen die Whisky-Industrie schon ein wenig auch in diese Richtung geschickt hat, in der sie sich jetzt bewegt und mit der wir alle nicht so ganz glücklich sind. Und darum möchte ich Ihnen heute einfach mal einen angenehmen Whisky vorstellen. Einen, den man schön trinken kann, und das ist dieser hier. Er stammt von Gordon MacPhail, das ist der größte unabhängige Abfüller in Schottland. Er stammt aus Elgin in der Speyside. Und dieser Glenlivet 2004 ist in der Connoisseur's Choice Serie abgefüllt worden. Die hat die Whiskys nicht in Fassstärke, sondern in Trinkstärke, in dem Fall mit 46%. Ja, und wenn man sich den Whisky im Glas anschaut, dann sieht man, der ist ein helles Bürschchen, das heißt wahrscheinlich aus American Oak Fässern stammend und wahrscheinlich sogar aus Refill Oak Fässern, denn viel Farbe hat er nicht bekommen und das muss er auch gar nicht. Was an dem angenehm und schön ist, ist erstens mal die Nase. Hier ist Birne, hier ist Vanille, hier ist sehr viel Ruhe und Sanftheit. Überhaupt kein alkoholisches Prickeln oder Stechen, sondern nur eine einladende, sehr klassische Whisky-Nase. Und der Eindruck, den hat man dann auch auf dem Gaumen. Hier ist nichts sensationell, aber alles schön. Auch hier wieder Birne, Süße, bisschen Orange vielleicht dahinter, super angenehm. Flutet schön über den Gaumen und die Zunge, macht ein wunderbares Mundgefühl. Nach hinten, der Abgang ist mittellang, würde ich mal sagen, nicht besonders ausgeprägt. Aber auch hier haben wir wieder schöne Birnennoten, etwas Süße, ganz einen leichten Pfeffer vielleicht. Also insgesamt ein Whisky, den man mit Freuden trinken kann, mit dem man sich nicht in aller Tiefe beschäftigen muss, der Spaß macht, der einen begleitet durch einen schönen Abend oder durch ein schönes Gespräch. Ein angenehmer Whisky zu einem relativ fairen Preis, wie ich finde. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und Slange.